Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch wieder ein gratis Hörspiel mitgebracht, das ihr für umsonst, für kein Geld der Welt, für lau, für umme, also quasi geschenkt bekommt. Die Frage ist nur, inwiefern euch meine Meinung zu diesem Hörspiel überhaupt interessiert. Denn das letzte Hörspiel, das ich auf diesem Kanal rezensiert habe, wurde von einem der Sprecher kritisiert. Es hieß, ich bin ja nur ein kleiner Fan. Wobei das Wort klein ist nicht gefallen. Wollen wir mal fair bleiben. Ich sei ja auch nur ein Fan, der hier seine Meinung kundtut. Und ich bin ja von keinem Plattenstudio und von keinem Label, nicht vom Fach heißt. Ich habe also quasi überhaupt keine Ahnung von dem, was ich da sage. Und da muss man sagen, ja, das ist soweit auch korrekt. Aber das Hörspiel, das ich zuletzt vorgestellt habe, war ja, stand groß drauf, von Fans für Fans. Ich bin ein Fan, also das Hörspiel war quasi für mich und euch natürlich. Und wenn meine Meinung hier nicht zählt, wessen Meinung zählt denn dann? Gut, das jetzt nur mal außen vor. Ferner war dann noch gesagt worden, da ich ja nur 300 Abonnenten habe, hätte meine Aussage auch keine Relevanz. Wenn ich jetzt 50.000 Abonnenten hätte, sähe die Sache anders aus. Dann hätte meine Aussage Relevanz. Das heißt also, ich brauche ganz, ganz schnell meine 5 Millionen Abonnenten, damit ich das Wort Gottes verkünden kann. Gut, genug drumherum geredet. Kommen wir nun zu dem neuen Hörspiel, das ich euch heute vorstellen möchte. Wie gesagt, wieder umsonst. Das ist von meinohrenkino.de und es heißt Morturum Kibus. Das ist eine Zombie-Horrorserie. Ja, schön, dass ihr trotzdem noch da seid, obwohl ihr Zombies gehört habt. Ich weiß, Zombies sind in letzter Zeit omnipräsent. Spätestens seit The Walking Dead haben wir die untoten Fleischfresser im Kino, im Fernsehen, im Comic, im Roman, jetzt auch in Hörspielen. Ich habe quasi schon Angst, den Kühlschrank aufzumachen, weil mir da am Ende auch noch Zombies entgegenkommen. Aber dieses Hörspiel ist etwas anderes. So, zunächst mal, worum geht's? Komischer Name, nicht? Morturum Cibus, auf jeden Fall ein Name, den man sich merken sollte. Ihr braucht ihn euch nicht zwangsläufig zu merken, denn ihr habt hier unten den Link zu meinem Ohrenkino in der Infobox und am Anschluss an dieses Video verlinke ich euch außerdem noch das Hörspiel, das erste, nein, das ist das zweite, das ist dritte, das erste. Willkommen in der Hölle. Das könnt ihr direkt im Anschluss hören. So, erdacht wurde das Ganze von Daniel Schiepe. Der hat sich im Jahr 2015 ein Pen-and-Paper-Endzeit-Rollenspiel ausgedacht mit diesem Namen. Und aufgrund oder auf Grundlage dieses Pen-and-Paper-Rollenspiels entstand dieses Hörspiel mit seinen Freunden. Das heißt, wir haben ja, wir haben ein Amateur-Hörspiel, aber wir haben da auch Profisprecher drin. Zum Beispiel den Marco Rosenberg. Der spricht den Simon. Das ist einer von zwei Überlebenden. Also Simon und Karin, die wird gesprochen von Janine Koch, kommen in ein Haus und sind auf der Flucht vor den Fleischfressern, wie man die Zombies oder die Untoten hier in diesem Hörspiel nennt. Da treffen sie auf Jan und Laura. Jan und Laura, ihr versteht. Wenn ihr es nicht versteht, bleibt dran, denn demnächst kommt ein Special zu Jan und Laura. Die treffen da auf Jan und Laura, das sind zwei Bundeswehrsoldaten und da kommt es natürlich erst einmal zu Misstrauen. Ja, man vertraut den Leuten nicht. Ich meine, die ganze Gesellschaft ist zusammengebrochen, nichts ist mehr so, wie es war und die letzten Überlebenden sind natürlich erstmal auf die Schätze bzw. die letzten Gegenstände der jeweils anderen Überlebenden scharf, wie man das halt aus Zombie-Geschichten kennt. Das Ganze endet quasi damit. Nein, das will ich gar nicht verraten. Das ist ja ein fieser Cliffhanger, ja, mit dem diese Geschichte endet. Und das nach nur 25 Minuten. Das erste Hörspiel ist relativ kurz. Das zweite Hörspiel, Projekt Lazarus, fängt dann genau da an, wo das erste Hörspiel endet. Die vier raffen sich zusammen und machen sich auf die Suche nach dem Ursprung dieser Krankheit, dieser Epidemie, also nach dem ersten Zombie oder quasi danach, wo das Ganze herkommt. So, und seit letztem Halloween, also seit dem 31.10.2018, ist auch dieses dritte Hörspiel von Menschen und anderen Monstern auf meinohrenkino.de verfügbar. Das heißt,
Auch wenn die ganzen Geschichten mit Cliffhangern enden, könnt ihr die Geschichte am Stück durchhören. Die erste Geschichte dauert 5 oder das erste Kapitel, die erste Episode dauert 25, die zweite bereits 37 und die bisher dritte und letzte dauert 38 Minuten. Das heißt, ihr könnt euch eine gute knapp anderthalb Stunden könnt ihr euch in Zombie Endzeit-Action eintauchen. Könnt ihr euch eintauchen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich bin eben kein Profi, hat man ja auch schon kritisiert. So, ferner haben wir dann noch den Jan Langer, der spricht den Yang, zumindest in den ersten beiden Episoden. In Episode 3 wurde der durch Christopher Kusschen ersetzt. Und dann haben wir noch Laura, die wird von Stephanie Preis gesprochen. Eine Stimme, in die ich mich schon in Monster Party verliebt habe. So eine tolle Sprecherin, wirklich ganz toll. Überhaupt sind die Sprecher in diesem Hörspiel alle hervorragend. Man muss dazu sagen, es handelt sich hier, ja richtig, es handelt sich hier um ein Fanprojekt mit hochwertigen Sprechern, aber nichtsdestotrotz ein Fanprojekt. Die ganzen Sprecher machen das ehrenamtlich, also ohne Bezahlung. Deswegen kann der Daniel Schiepe euch dieses Hörspiel auch kostenlos anbieten und nehmt dieses Angebot wahr, weil es ist wirklich ein tolles Hörspiel. Genau, es ist also ein Fan-Hörspiel, aber das würde man zu keiner Minute annehmen, weil dieses Hörspiel nämlich so hochwertig produziert ist, die Sprecher leisten so tolle Arbeit und die Geräusche, die ihr da zu hören kriegt und auch der Soundtrack, das ist richtig großes Ohrenkino. Also mein Ohrenkino, so heißt das Label, ist hier, passt quasi wie die Faust aufs Auge. Wir haben trotzdem noch ein paar kleine Mankos, die ich an dieser Stelle noch kurz bemerken möchte. Zum Ersten, ja, die Zombies, die klingen, ja gut, aber wie will man Zombies synchronisieren oder wie will man Zombies sprechen? Die, ich sehe schon, ihr castet mich jetzt für Teil 4. Ich bin dabei, wenn ihr das wollt, klar, sicher. Also so um den Untoten ins Mikrofon stöhnen, das kann ich wahrscheinlich. Ja. Und die Storyentwicklung, die zumindest im ersten Kapitel oder in der ersten Episode, die ist so ein bisschen, es dümpelt dahin. Gut, da müssen die Charaktere erst vorgestellt werden, aber es dauert. Also die Story entwickelt sich nicht so schnell, wie es mir lieb gewesen wäre. Aber gut, man lässt sich hier halt ein bisschen Zeit für die Atmosphäre. Das Ganze spielt in den 80er Jahren übrigens. Warum? Weiß ich nicht, weil gerade in einer postapokalyptischen Welt ist es ja eigentlich vollkommen egal, welches Jahr wir schreiben, weil es gibt ja nichts mehr, was von Relevanz wäre. Also Autos, Handys etc. gibt es eh nicht. Und ja, die Schüsse. Das ist etwas, was mich persönlich am meisten gestört hat. Die Schüsse in dem Hörspiel, die klingen so ein bisschen so. Ja, also da fehlt mir ein bisschen Rums, da fehlt mir ein bisschen Pam. So ein Schuss, der muss Bang. Aber gut, haben wir hier nicht. Spielt aber keine Rolle. Abgesehen davon ist das ein Hörspiel, das man auch durchaus so im Kaufhandel kaufen könnte. Und weil das so ist, mache ich jetzt hier auch eine Bewertung auf Grundlage oder ich bewerte dieses Hörspiel jetzt so, wie ich ein Hörspiel bewerten würde, für das ich Geld ausgegeben habe. Und dieses Hörspiel bekommt gemessen an allem von mir 7 von 10 möglichen Punkten. Und das ist selbst für ein gekauftes Hörspiel von Profis eine sehr gute Leistung. Aber ihr kriegt dieses Hörspiel umsonst. Macht das. Daniel Schiepe, mein Ohrenkinon, Morturum, Cibus, Cibus, Morturum. So, ja, so heißt das. Hört es euch an, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und schreibt mir in die Kommentare, was euch an meiner Kritik gestört hat, wenn euch etwas gestört hat. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer Michael Speyer.